Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, am Donnerstag 20.30 Uhr, nächster wilder FIFA Mobile Livestream. Das U-Tots wird kommen, wir werden reinstarten ins U-Tots. Ich bin wirklich mal gespannt, ja, welche Spieler dann ihr Upgrade bekommen, also ins U-Tots kommen. Da bin ich auch mal auf jeden Fall gespannt. Und ja, da gehen wir auf jeden Fall zusammen rein, am Donnerstag um 20.30 Uhr. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen heute rein ins Video, Freunde. Wir werden heute den 112er Umsatz machen. Ja, den insgesamt das vierte Mal mache ich das jetzt, glaube ich, oder? Ich glaube schon, das vierte Mal mache ich jetzt diesen Umtausch. Und heute ist es mal wieder soweit. Ich bin gespannt, ich bin gehypt. Ich hoffe, dass wir einen Banger ziehen. Also es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Zuerst aber gehen wir nochmal hier rein ins Team of the Season, Freunde. Habe ich jetzt hier soweit. Es geht schon durch. Achso, habe ich schon durch. Warte mal, jetzt genau, wir wollen nachgucken, wie lange geht denn das Tots noch? Das geht noch 19 Tage. Heißt das, dass ich da noch eine Eichel bekomme? Ich denke eher nicht, oder? 65, na, wird schwer, da noch eine Eichel zu bekommen, wenn man allein hier 12 und man kriegt hier 20. Ja, ich glaube, nee, das, dann gehe ich lieber hier auf diese Packs machen, ne? Weil, ja, an sich so eine Eichel mitnehmen wäre noch mal ganz nice, aber. Ja, für einen Umtausch halt, ne? Ja, mal gucken. Das Blöde ist, ich kann halt nicht mehr diesen Umtausch machen. Also wahrscheinlich, weil ich das Limit erreicht habe. Das hatten mir jetzt auch schon einige in die Kommentare geschrieben, dass das Limit erreicht wurde von 30 Mal. Also man konnte insgesamt 30 Mal diesen Umtausch machen im Shop. Und den habe ich halt schon erreicht. Weil an sich hätte ich dann nochmal, ich kann euch das mal kurz zeigen, ich habe da noch ordentlich Punkte. Und zwar, ja, 240. Also, boah, das, ich hätte meine 300 dann schon. Aber ich kann die halt leider nicht verwerten. Serie A Tots bin ich noch dabei. Gut, da kümmern wir uns dann nicht. Ich habe eigentlich alles schon gemacht, oder? Habe ich noch alles gemacht? Ja, gut, Record Breaker ist sowieso schon vorbei für mich. Champions League. Gut, da gibt es hier Champions League noch was. Alter, was habe ich denn hier verpasst? Ich habe hier die Werbung. Ja, ich habe anscheinend immer hier die Werbung geguckt, aber nie so richtig gespielt. Es wird ja wahrscheinlich, also es wird kein Final-Chapter kommen. So gehe ich jetzt mal davon aus. Und daher werde ich dann wahrscheinlich meine ganzen Punkte rein investieren in den Fahrrad, weil ja, wenn kein Final-Chapter kommt, dann kann ich die da eigentlich reinhauen. Weil ansonsten liegen die halt nur rum und das brauchen die guten Punkte ja nicht. Kann ich es ja schon wenigstens mal ausgeben. So sieht's aus. Und jetzt struggle ich hier ein bisschen rum bei der Übung hier. Na komm, komm. Ja, okay, top. Wie lange geht noch ein Champions-League-Event? Das würde ich auch mal gerne wissen. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Wie lange geht das denn? Wie lange geht das denn? Wie lange geht es denn? Ah, lol, das ist ja am Donnerstag schon vorbei. Ja, gut. Donnerstag ist das Champions League Event schon vorbei. Endlich auch mal, weil es war jetzt auch genug. Es war jetzt auch lang genug da. Das heißt, ja, ich kann diese ganzen Punkte hier ausgeben. Das machen wir wahrscheinlich dann nochmal im Stream hier den Rest. Aber einmal würde ich jetzt nochmal gerne durchgehen, dass wir da nochmal hier den einen Punkt bekommen. So, zack, zack, zack. Dann ist das Champions League auch wieder weg. Also das, die Zeit geht hier so schnell, ne? Alter, weil der Choupo-Moting hier nochmal gezogen. Ja gut, Champions League ist auch offiziell jetzt vorbei. Gestern ja, ne, vorgestern, City gewonnen. Ich war natürlich für Inter, aber ja, die Chancen waren schon sehr hoch für City, sagen wir es mal so. So, ein UCL-Token. Das heißt, wir können dann jetzt hier hinten nochmal 103 plus öffnen. Ja, werde ich, jetzt ist ja sowieso umtauschbar. Kann man ja sowieso nicht verkaufen. Daher gucke ich Alvarez, 104 ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, nehme ich mit. Kommt dann wahrscheinlich auch nochmal in irgendeinen Umtausch rein. Oder ich behalte sie einfach und ja, mal gucken. Das ist halt untauschbar, was soll man damit machen? Genau, Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal rein in das wunderbare, in den wunderbaren Umtausch hier. Und zwar habe ich hier noch ein, ja gut, ich habe ein Rabiot halt noch nicht. Gestern haben wir Rabiot gezogen und wir kriegen jetzt auch zweimal. Also an sich könnte ich Kobel halt reinhauen. Ich überlege gerade, weil ich überlege. Ja, eigentlich, ich mache das, Freunde, weil Kobel, nichts gegen Kobel. Aber also der ist halt schon gut, ich weiß es halt nicht, weil, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht spielen, weil ich war da halt auf einem guten Torwart im U-Tots, dass da vielleicht ein geiler Keeper kommt, den ich mir dann holen kann. Ah, ich weiß halt nicht. Ich lasse es erst nochmal, weil ich sowieso meine Rabiot ja bekomme. Von daher lasse ich es jetzt erst nochmal so liegen. Ich würde sagen, wir gehen rein in den 112er. Ich habe jetzt hier Van Basten, Lacazette und Philipp Lahm.
perfekte drei Spieler dafür. Und ich bin jetzt mal gespannt. Bis jetzt war ja die Ausbeute über ganz solide, muss ich sagen, aus dem 112er. Genau, also ich hatte ja zuerst Zambrotta, Lewandowski und jetzt als letztes, also zum Schluss hatte ich jetzt Varane. Drei ganz solide 112er, jetzt bin ich auch mal gespannt. So ein, ja, hier Mbappé, Messi, Ronaldo, ne, brauchen wir gar nicht überreden, wäre krass. Aber ich würde auch so ein Serie A mal mitnehmen. Das wäre eigentlich auch nicht so verkehrt, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. Wir gehen rein in den vierten 112er Totsumtausch und ich bin gespannt. Let's go, wir drücken drauf. Und es ist eine Tots, es ist Tots Frankreich. Mbappé. Oh nein, Benzema 112. Alter, der Troll, der war da. Junge, der Troll, der war da. Aber Benzema ist auch eigentlich ganz geil. Nehme ich mit. Aber Junge, ich hatte kurz gedacht, Mbappé, ne? Uff, na gut, Benzema nehme ich mit nach Lewandowski, der zweite La Liga-Stürmer hier. Boah, kurz gedacht Mbappé, ne? Kurz gedacht Kylian Mbappé. Ist ja auch schlimm, aber da kam Real. Oh, Alter, Kylian Mbappé wäre natürlich krass gewesen, ne? Ah, guckt euch mal Mbappé an. Ja, das wäre so geisteskrank gewesen. Ja gut, Benzema gezogen. Lässt er sich auch verkaufen? Ich denke mal schon, ne? Ich stelle ihn aber für, machen wir mal 140 Millionen. 140 für einen Karim Dream ist er jetzt zu Al-Ittihad, wie heißt die nochmal, Al-Ittihad, irgendwie so, keine Ahnung, auch in die Liga zu Ronaldo gewechselt. Finde ich sehr, sehr schade. Klar, der Mann ist schon, wie alt ist er, steht doch hier auch irgendwo, ne? Ich glaube 35, oder? Also das Alter steht hier gar nicht. Also spielen, by the way, Freunde, spielen werde ich nicht. Einfach das Tempo mit 130. Obwohl, das Tempo mit 130, wenn wir mal gucken, wie viel hatte Gerd Müller. Also er ist auf jeden Fall schneller als Lewandowski. Und schneller als Ronaldo. Wie viel hatte Gerd Müller? 135. Nee, komm, ich hau ihn raus für 140. Aber was ich sagen wollte, der ist ja auch schon ein paar Jahre, ich glaube, ach, nicht 170 oder 140. Der ist auch schon ein paar Jahre alt. Von daher, ja gut, ne, will er nochmal ein bisschen Geld mitnehmen. Wen will man es verübeln? Ja gut, auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Ja, ich bin doch zufrieden mit meinem Karim The Dream. Ja, also insgesamt bin ich auch wirklich sehr zufrieden bis jetzt, was wir gezogen haben. Klar, hier so Ronaldo, ne, oder Mbappé, Messi wäre natürlich auch nochmal heftig gewesen. Aber mit Benzema sind wir auf jeden Fall gut dabei. Und dann werden wir so um die 600 Millionen Münzen haben mit Karim The Dream. Und das ist cool. Das ist sehr, 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 sehr nice. Und ja, Freunde, ich würde sagen, könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu jetzt in die Kommentare schreiben. Was sagt ihr zu diesem nice Pull? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann ja, sehen wir uns natürlich morgen alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.